Willkommen zurück bei der Long Journey Home. So, wir sind wieder in der Galaxienübersicht. Hier sieht man auch ziemlich cool den Weg, den wir geflogen sind. Hier haben wir gestartet, sind dann hier entlang, hier haben wir so ein Dreieck geflogen, sind dann hier in die Galaxie übergegangen, in dieses... Ja, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt gibt's mehrere Möglichkeiten. Und zwar diese fünf, hier, von hier kamen wir ja, also das ist eher unnötig, vor allem weil wir hier schon alles oder das meiste gelootet haben. Zu diesem Tor will ich nicht, ich möchte ja zu diesem Tor, wie ihr wisst, zu Delta Orionis. Also von dem her gehen wir mal zu Grand Prism. Dort gibt's Wasserstoff, was uns helfen könnte, außerdem gibt's noch ein Meteoritenfeld. Ah, die Mineralien brauchen wir nicht, aber... Genau, hier wird es dann auch wieder einen Händler geben, sodass wir die Mineralien dann auch mal ein bisschen wegwerden. Also loswerden. Wir sind vollgestopft mit Mineralien. Das ist echt nicht nett. An der Stelle möchte ich dann auch nochmal kurz sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst es wird oft vergessen. Vergesst es bitte nicht. Lasst eine Bewertung da. Falls ihr neu seid, sehr gerne ein Abo. Was wollen die jetzt von uns? Zollkontrolle oder was? Nicht, ich will nicht kämpfen. Oh, was? Nur ist Wort zur Datenbank hinzugefügt. Kopfgeldjäger. Was? Jetzt auch noch betteln? Also, was? Warum werde ich gejagt? Alle Waffen aus, Schilde aus. Die hatten beides an. Was? Bah, das ist das falsche Schiff. Du verschwendest unsere Zeit. Und hast nicht mal ein anständiges Kopfgeld? Was? Die haben uns verwechselt. Wir sind ihnen nicht wichtig genug. Aber wen suchen die? Unser Schiff ist jetzt wohl nicht leicht zu verwechseln. Schrottkrücke? Altmodische Technik? Warum verwechseln die uns? Aber gut, dass wir mit ihnen geredet haben. Och nö, Plünderer. Oh. Das wird doch immer schlimmer. Okay, gegen die kämpfe ich. Denen gebe ich kein Geld. Nee. Credits kommen gar nicht in Frage. 200. Das sind mal anständige Plünderer. Wir hatten bislang das höchste war 90 und das waren so Lutscher. Wenn wir die besiegen und dann sagen, wir wollen Bares. Dann kommt da schon so ein Wert von 80, 90, 100 Credit zusammen. Also verreckt. Verreckt, ihr miesen Stinker. Aua, ramm mich nicht. Eingehender Anruf. Genug, macht unsere Schande nicht noch größer. Bares, wir wollen Bares. 50? Es sind doch Lutscher. So, Kopfgeldjagd, was sagen sie uns da? Das macht uns hungrig, gelangweilt und hungrig. Okay. Wollt ihr das kaufen? Fleisch, gebt uns Fleisch. Ja, nochmal 50. Wir sind gut im Handeln. Wir sind gut. Richtig gut. So, tschüss, meine Freunde. Euch habe ich es gezeigt. 100 Credits haben wir abgezogen. Von den eigentlichen Plünderern. Also, sie hätten uns Geld abziehen sollen, aber es sind halt nur Lutscher. Die Menschen sind auch im Universum an der Spitze der Nahrungskette, wie wir jetzt feststellen. Warum kann ich hier nicht landen? So, jetzt aber. So, geringes Risiko. Carbonate. Wir brauchen es nicht.
Vor allem unser Landemodul ist ja schon ausgelastet ohne Ende. Gut, da können wir jetzt was loswerden. Aber irgendwie bringen tut es uns jetzt auch nicht wirklich was. Übrigens, wir sind nur zu dritt losgeflogen. Also ich dachte mir, es wird doch sicherlich schwieriger, wenn ich statt 4 Crewmitglieder nur 3 Crewmitglieder nehme. Ja, ich habe den, schnell weg hier, schnell weg hier. Schön, schön, schön. So, schließen. Sollen wir da drauf? Es bringt uns, komm, wir gucken mal weiter. Es bringt uns halt echt nichts. Wir benötigen das nicht. Hier unten gibt es dann noch eine Sonne, also ist so ein doppeltes Sonnensystem. Da ist dann auch noch dieses Feld, was ich gerne mitnehmen möchte. Warum ist hier die Gravitation? Die Gravitation, warum ist sie hier so stark? Alter, was ist denn das für ein Planet? Der hat eine ziemlich krasse Gravitation. Wird wahrscheinlich auch ein hohes Risiko sein, da drauf zu gehen. Hohes Risiko, Gravitation sehr hoch, Konvektion stark. Es würde Wasserstoff geben. Ist ein Gasplanet. Nee, Oberflächentyp Fels. Wir schauen mal weiter. Ich bin gut. Gut, wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. So ist es ja nicht. Vielleicht ist es dann ganz gut, wenn wir uns nicht immer überall auf jedem Planeten aufhalten. Und zack, landen. Der sieht auch schon besser aus. Und es gibt Mineralien. Außerdem hohes Risiko, Konvektion, Orkan. Und Orkane, also Wind ist echt schlimm. Gravitation, okay, da plumpst man einmal auf die Erde und gut ist. Der Wind ist echt störend. Was haben wir hier noch? Ach, das ist... Was ist das? Kann ich das essen? Können wir hier was verkaufen? Dann können wir die Planeten doch noch besuchen. Nee, ist ein altes Schiff. Es ist ein altes Schiff. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Vor allem, wie klein unser Schiff im Gegensatz zu den anderen immer ist. So, erkunden. Scheint alles ruhig zu sein. Das Schiff ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe nichts Gefährliches. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Weiter. Ich kann mir das in meinem IVA-Anzug nicht genauer ansehen, aber es sieht interessant aus. Soll ich es zurück zum Schiff bringen? Flesul, was? Flesus Schleimbandagen. Kalt, unangenehm, aber mit rapider Heilwirkung. Wenn das nicht verseucht ist, dann ist das ja ganz gut, ne? Ich hab's, kehre zum Schiff zurück. Sagt die Kirsten. Die Kirsten. Oh, geil. Wie bitte? So. Jetzt gibt's rein theoretisch noch das da unten. Verbrennungen würde das heilen. Und Schnittwunden, glaube ich. Und das andere weiß ich nicht, was das ist. Wir behalten es aber mal auf, weil die hat mit der Verbrennung auch... Vor allem eine Verbrennung, die heilt doch nach einer Zeit. Metastase, da weiß ich leider nicht genau, was das ist. Ich habe das Wort schon mal gehört, aber keine Ahnung, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Von dem her... Genau, komm, dann gehen wir nochmal runter. Im nächsten Sonnensystem gibt es ja dann auch wieder einen Händler. Sprich, ich hole mir jetzt das Zeug, was wir da finden.
Und wenn dann noch Platz im Inventar ist, wovon ich nicht ausgehe, dann gucken wir noch auf die Planeten. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann wird das auch wieder eine etwas kürzere Folge. Aber dafür war ja die gestern extrem lang. Von dem her, wie ich schon sagte, es gleicht sich aus. Es gleicht sich aus. So. Oh, es gibt nur einen Meteorit, den wir abbauen können. Okay. Hoffentlich mit gutem Zeug. Vielleicht auch Zeug, was wir gerade verwerten können. Dann hätten wir ja auch wieder Platz im Inventar. So, etwas Schwung. Jetzt muss ich da irgendwie durchkommen oder seitlich vorbeifliegen. Das wäre doch was. Dann hier die Lücke nehmen. Oh, Boost, Boost, Boost. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, warum sind die so schnell? So. Oh! Den hat man wegen der Sonne nicht gesehen. Alter. Sind wir ja noch mal gut vorbeigekommen. Tschüss. Zwei Dinge. Was ist es denn? Kupfer, können wir was reparieren, wenn ich mich nicht irre? Ja, das können wir gleich wieder verwenden. Dann besuchen wir die Planeten doch nochmal und handeln dann im nächsten Sonnensystem schön. Haben wir ein bisschen Credits übrig, dann könnten wir rein theoretisch dem einen Typ die Schulden wieder zurückgeben, aber der ist ja mittlerweile verstorben. Er wurde in einem Unfall verwickelt. Traurig. Traurig, aber wahr. Er hat es nicht überlebt. Immer diese Unfälle. Naja, immer diese Unfälle. Gut, dann besuchen wir hier nochmal oben die Planeten oder einer der Planeten, die da so ein bisschen Mineralien haben. Als Wolfax sind Duellanten und keine Kriegsführer. Für das haben sie sich im Duell gegen uns aber echt scheiße gemacht. Ist da noch, als wir die Prinzessin entführt haben? Da hat ein Schuss gereicht, beziehungsweise eine Salve. Also vier Schüsse haben gereicht und dann haben sie aufgegeben. So, das war der Planet, ne? Welcher war denn das jetzt gleich nochmal? Das war der Richtung Sonne, ne? Richtung Stern, besser gesagt. Unser Stern heißt ja nur Sonne. Muss man auch erstmal wissen. Komm schon, abbremsen! Boost! Oh nein! Oh, das ist immer so mies! Wolfax-Ritter! Ja, die können eh nichts. Können nichts, wollen nichts. Sind scheiße. So, dann holen wir uns hier noch die Carbonate. Genau, perfekt landen. Vielleicht gibt es ja noch was zum Erforschen. Das ist ja auch immer ganz interessant, aber ich möchte nicht unbedingt ein Risiko eingehen, nur um irgendwas zu erforschen, obwohl wir gar keine Materialien benötigen. Gott, was ist denn das? Eine Fabrik? Muss ich denn da hin? Ich glaube hier unten, ne? Ach ne, da. Oh. Oh Gott! Ich habe jetzt auf den Hintergrund geachtet. Gebrochene Rippen, ja scheiße! Kann's noch schlimmer kommen für Kirsten? Eiskalte Luft kommt durch diese Tür. Sie ist kalt genug, um dir die Finger abzufrieren. Wenn du sie ohne Schutzanzug berühren würdest, soll ich mich hineinwagen? Na komm, Kirsten, du bist eh schon fast am Arsch. Also von dem her,
Ihr habt die Anlage betreten, das hier scheint so eine Art Empfangsbereich zu sein. Ein fünfeckiger Tisch und eine Treppe. Sie scheint tief hinunterzuführen, immer weiter nach unten in einem gewundenen Gang, tief ins Innere dieses Planeten. An den Wänden reihen sich kalte, zylinderförmige Kapseln. Soll ich versuchen, eine von ihnen zu öffnen? Klar. Es lässt sich übrigens so ein bisschen spielen wie ein Pen and Paper, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Aber ich finde, so auf dem Planeten, das Erkunden, das spielt sich ein bisschen wie ein Pen and Paper. Vielleicht kommt das ja sogar von einem Pen and Paper. Weiß das jemand? Gibt es ein Pen and Paper, was The Long Journey Home oder so ähnlich heißt? Das sollte funktionieren. Es zischt, als die Luft aus... entweicht, ja gut. Und es ist praktisch leer. Das ist ein Alien im Inneren. Aber das ist schon lange verwest. Das Einfrieren hat wohl nicht funktioniert wie geplant. Soll ich noch einen öffnen? Klar. Hier ist auch nichts drin. Nochmal? Ja. Ich öffne die Kapsel. Es bewegt sich. Es packt mich an der Kehle. Hör auf! Lass mich los! Es hat aufgehört und ist erschlafft. Nur ein letztes Aufbäumen. Dann zitterte es einen Moment und jetzt ist es tot. Ich lasse den Rest dieser Dinge lieber schlafen, kehre zum Landemodul zurück und gehe zum Schiff. Warum habe ich so eine Leiche nicht mitgenommen? Ich hätte so eine Leiche mitgenommen. Könnte man bestimmt auch verkaufen. Und hier gibt's Erdbeben, so wie es aussieht. Ja, Virenbedrohungsschutz, hammergeil, die Zusammenfassung von Windows Defender. Naja, so muss das sein, so muss das sein. So, jetzt komm. Carbonat, ich halte mich hier nicht zu lange auf, die Erdbeben, die machen mir ein bisschen Angst. Okay. Landegestell, Feder gebrochen, geil. Geil. So, ich verzieh mich. Warum haben wir jetzt echt nicht so ein totes Alien mitgenommen? Könnte doch auch irgendwie wichtig sein. Oder vielleicht respektieren uns andere dann ganz viel, weil das eine Rasse ist, die man eigentlich nicht so leicht besiegen kann und wir haben eine tote Leiche dabei und die denken, wir hätten sie kalt gemacht. Was ja auch nicht unbedingt gelogen wäre, weil wir sie in einem Gefrierschrank gefunden haben. Was steht da? Das ist doch eine super Überlegung. So, wir haben noch mehr Mineralien. Ja, geil, Hammer. Unser ganzes Lager ist voll mit exotischem Zeug. Verdammter Mist. Aber gut. Nächste Folge fliegen wir ja dann auch wieder ein Sonnensystem weiter. Verspreche mich immer scheiße. Genau, wir fliegen ein Sonnensystem weiter. Dann haben wir ja wieder eine Kugel frei, wo wir etwas verwerten können. Im nächsten Sonnensystem, wo wir hingehen, Richtung Tor, was uns dann ja 125 Credits kostet. Und wir haben 500, yeah. Gibt es dann ja auch nochmal einen Händler. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was los von dem Zeug, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in diesen Mengen brauchen. Vor allem, wenn wir eigentlich andere Dinge bräuchten. Aber gut, wir werden mal sehen. Und genau, lasst ein Däumchen nach oben da, falls ihr neu seid, gerne ein Abo, schreibt Kommentare, schreibt nochmal Hashtag Sklaventreiber rein. Schreibt nochmal Hashtag Sklaventreiber in die Kommentare, wenn ihr das hier hören solltet. Ansonsten, wie gesagt, gestern kam ja eine etwas längere Folge. Heute leider jetzt nur eine 20-Minuten-Folge. Kommt halt immer aufs Sonnensystem an. Ich denke mal, das nächste Sonnensystem ist dann auch schon wieder etwas größer, wo man mehr machen kann, gerade mit dem Handeln und so weiter. Ich denke, nächste Folge, also morgen 16 Uhr, wird dann auch schon wieder länger. Ansonsten heute Abend, wenn kein Samstag ist, findet um 20 Uhr ein Livestream statt. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer. Und wir sehen uns dann demnächst wieder in einem neuen Let's Play oder in einem neuen Stream. Bis dann, ciao!